Das wird kein Fair hier. Sag mal, Nero, wo komme ich eigentlich da hinten bei dir an? Bisher gar nicht. Aber in welcher Hinsicht bei mir ankommt? Ich versuche gerade bei dir an der Brücke da hinten anzukommen. Hab ich? Du würdest quasi hier ankommen, wo ich jetzt stehe. Also du müsstest mich eigentlich sehen. Weil ich sehe dich ja auch. Warte. Hier ist ein Telegrafenhäuschen. Da würdest du ankommen. Falls das jetzt deine Frage ist, natürlich. Da war mein Aufladen hier. Kannst du mal versuchen, mit deinem Gleis irgendwie bis hier vorne hinzukommen? Mit einer Mauer am besten? Dahin? Mit dem Bogen oder wie hättest du es gern? Du musst hier mit dem Bogen hinkommen, ja. Okay, warte. Das Problem ist, ich kann mein Gleis nicht platzieren. Alles gut. Oh, und bevor wir die Testfahrt machen, müssen wir die Strecke noch frei machen. Und noch Bäume und sonstige Sachen. Ja, in der Wüste nur nicht mehr viel. Also nach oben hin habe ich jetzt auch schon alle Bäume weggeruppt. Ich glaube, wir müssen das hier irgendwann als Stahlbrücke zu Ende bauen. Ach, shoot. Ich brauche ja andere Wagen, fällt mir gerade ein. Du brauchst die mit Druck, ne? Warum fragst du uns nicht einfach? Ja, der Gedanke ist mal ein bisschen zu spät geschossen. Habe ich überhaupt das Geld dafür? Ja, hab ich. Gut. Und wieder retour. Mining Car. Weil dann kann ich die eigentlich gerade mal ins Depot abstellen, weil ich die Weiche mal dafür kurz einstellen. Also. Ah, ich Superheld. Und was für eine Superkraft haben sie? Doof sein. Ach Mensch, jetzt sei doch nicht so. Warum geben wir eigentlich alle immer die Antwort, dass die doof sind? Wenn ich frage, was für eine Superkraft die haben. Ich finde das unhöflich. Und unschön. Habe fertig. Habe fertig, automatisch verbunden, ne? Ja. Tobi. Wir müssen jetzt noch Telegrafenpylon hin. Vergiss es. Vergiss nicht, alle 50 Meter. Oder mag von euch jemand die erste Premierenfahrt machen? Ich meine, ihr habt das immerhin gebaut. Das könnt ihr auch fahren. Darf ich? Mir ist das persönlich egal. Ja, dann kommst du zu mir. Ich muss jetzt gerade noch die Wagen hier weg tun und kauf gerade die anderen. Und dann kannst du die mal beladen. Okay. Ich kümmere mich bloß gerade mal darum, dass das hier auch ein bisschen schön aussieht. Oh. Lass mir mal bitte die paar Pylonen hier stehen. Ich will mal was fragen dazu. Alles gut, ich nehme mir nichts weg, ich nehme nur meine Brücken wieder weg und platziere die um. Ich finde das cool, wenn du hier unten in der Wüste bist. Ich kann alle Dings senden. Oh, Entschuldigung. Ich kann die Stahlbrücke sehen, die du gebaut hast, und eure Holzbrücke, die da oben über den Berg geht. Also wenn das hier nicht alles realistisch ist, dann weiß ich es auch nicht. Achso. Fällt mir jetzt, sagt jetzt einer im Chat was Falsches. Die sehen es ja eh nicht. Die sehen ja das, was ich sehe. Nee, das war schon eine Vorwarnung, meinte er. Damit. Bravo. Tja. Hallo? Geh weg. Hey, warum kann ich das nicht mehr abkuppeln? Was soll denn das jetzt? So, ich bin hier. Jetzt geht's.
Wo stehst du? Ich hätte gerade das eine Stück nicht rausnehmen sollen, nicht Dummkopf. Also, ja, du bist Lokführer. Einmal komplett nach hinten. Und über die Dreierweichen hinweg, damit ich da die Sachen hier spawnen kann. Alles gut, ich lege erstmal Holz noch. Muss ich jetzt hier Speedrangieren machen? Nö, kannst du Zeit lassen. Sofort einfach raus und gut ist. Wir sollten die Lok vielleicht aber drehen, hä? Ansonsten fahren wir da rückwärts hoch. Ich wünsche mir gerade so einen Button zurücksetzen. Ach, das passt schon. Ja, das, was ich gerade gemacht habe, sollte man besser nicht tun. Hallo, Herr Schaffner. Doch. So. Na ja, gut. Kann ich im Shop gehen. Also, wir brauchen falsche Button. Die hier, glaube ich, waren es. Ne? Number One Raw Beam, ja. L. Na, machen wir mal. Zwei Wagen hast du noch auf den Jobgleisen stehen, kann das sein? Ja, ja, das macht nichts. Denkst du, das passt? Raw B1. Wir wagen Nummer 1. B2, ILA, zweite Lackierung. Wagen Nummer 2. Ja, komm, mach mal noch einen. B4, BLR, Lackierung 2. So. Damit haben wir Möge. Jetzt. Genau. Komm, sehe. Die Stange oben, ja. Die habe ich oben gelassen, extra für dich. Ich bin der Meinung, die Bremsen von den Loks sind ganz schön harder. Eigentlich hat die gar keine Bremse. Die hat keine Bremse. Ne, ja, die hat eigentlich keine. Muss ich die Bremse nicht lösen? Jetzt. Natürlich hat die Bremse. Selbst im Führerstand gibt es Bremse von der. Ja, aber ich meinte, die hat eigentlich. Die hat gar keine. Optisch. Naja, auch in echt hätte sie da eigentlich keine. So ist die Bremse quasi. Das war ja doch die Lok, wo sie am Anfang diskutiert haben, dass sie keine Bremsen hat, weil es jetzt realistisch ist, und dann haben sie ja die Bremsfunktion eingefügt, weil sich die Leute beschwert haben. Die bremst dann bitte die Lok? Ja, gibt es sie genau andersweitig Gas, beziehungsweise mit dem Bremswagen. Also die Bremser gehabt, die da die Bremsen angezogen haben. Ach so. So, ich hoffe einfach mal, dass das so passt, wie es jetzt ist. So, anhalten. Jetzt muss ich Weiche stellen. Möchte ich eigentlich wissen, wie das auf dem Extended aussieht? Hin und her? Schau mal kurz nach. Bei dem Stream sieht man es leider nicht. Extended. Schick dann ein Foto auf den Discord rein. Jo. Sieht gar nicht mal so schlimm aus. Warum stehen hier eigentlich Telegrafenmasten in der Luft?
Ja, weil ich was wissen wollte. Und du weißt, wie ich Schienen baue, ne? Und mit welchen Abständen ich Telegrafenmasken setzte, ne? Das wäre halt genau dieser Abstand. Jetzt wäre es halt nur praktisch, da noch was drunter zu setzen. Dann könnte man die ganze Strecke mit Telegrafenmasten auslegen. Aber was haben wir hier bitte gebaut? Was verrückt ist? Sorry, Nero, bei dir muss ich gerade auch mal ein bisschen was ausbessern. So, kannst du wieder retten. Mach ich doch gerade. Steht die Dreierweiche richtig? Ich krieg das mit dem Hebel immer noch nicht so richtig hin. Wie rum muss der? So rum, ne? Ja. Ja, ups. Gut. So, ich komme jetzt einfach zum Spawn. Ich möchte auch mitfahren. So, da kannst du in die Mitte rein. Wobei, wenn du zum Spawn kommst, magst du die Strecke kurz ablaufen und gucken, ob's, ob es soweit frei ist? Okay. Also bis zur Wüste hin ist frei. Vom Spawn aus gesehen. Doch. So, gönne ich mir jetzt noch ein zweites koffeinhaltiges Getränk oder lasse ich's? Zum Wochenende. Wie viel haben wir's denn? 22:34. Und das ist Freitagabend. Also... Hier, jetzt habe ich jetzt nicht anhalten, weiter drücken, ne? Ja. Und Parkbau sogar. Doch. Sie sind vereint. Gebt euch die Hand. Oh, langsamer. Friedensvertrag. Gut, dran, Abfahrt. Da ist aber immer noch eine Weiche falsch gestellt. Wir müssen ja den Abspann jetzt raus. Nein, wir wollen ja das ja hier beladen. Ach ja, stimmt, wir wollen es beladen. Tu dir mal die Weichen einstellen, dass du richtig fährst. Ah, das passt eigentlich eh schon. Das ist ja nicht nur noch die Weiche da. Ach, ich wäre so ein toller Lokführer. So wie in TD2? Ich weiß gar nicht, was du da jetzt meinst. Das können wir beim nächsten Vortrag ja gerne rausfinden. Und keine Sorge, ich werde schon den extra schweren Zug bei dir fahren. Nein, City. Ich glaube, ich muss mal kurz Paparazzi spielen. Aber manchmal bin ich der Meinung, ja. Es wäre schön, eine Y-Weiche zu haben. Oh, Foto. Ein bisschen von deinem Ursprung musste ich deine Strecke wegnehmen. Tut mir leid. Ja, alles gut. Aber so weit weg von deinem Masten ist ja die Strecke nicht. Ja, das kann man ja neu setzen. Ja, Masten kannst du selber setzen. Du bist da Profi drin, wie ich sehe. Ich krieg da immer einen Krampf, wenn ich die setzen muss. Es war ja irgendwie klar. Jetzt sag nicht, du bist am Telegrafenmast hängen geblieben. Doch, genau das. Nicht dein Ernst. Also ich sag mal, wir wagen es nicht zu viel. Die Lok zumindest darauf zu kommen. Also ich finde, für mein Stück wird die das schaffen. Ja, du bist ja auch da unten am Boden. Nee. Auch mein Stück, was da berghoch geht. Das sind immerhin 2%. Das ist ja jetzt auch nicht gerade wenig.
und rein ins Sumpfgebiet. War halt echt, weil ich jetzt so einfach so zugerust. Tief einatmen. Schmackig. Das sind gute Nährstoffe. Die kriegst du heutzutage nicht mehr. Außer du fährst nach China. Ich weiß gar nicht, die Dokus sind alle halt so alt. Also, die sind von Anfang 2010 teilweise. Fahren denn in China wirklich in den Kohlebergwerken immer noch die Dampfloks im Planeinsatz? Gute Frage. Die Dokus sind ein bisschen halt sensibel, wenn es darum geht, mit einer Kamera rumzulaufen. Ja, es ist halt eine Eisenbahndokumentation und es geht halt um die Baureihe. Bei einigen heißt das Ding einfach Baureihe QJ. Und Bravura hat keine Schienen ordentlich verlegt. Oh je, da hat man Schienen im Back. Was ist das? Können wir vorher den Tender erstmal wieder aufgleisen? Moment, ich will erst ein Foto machen. Warte mal. So. Foto. Ja, fahr vielleicht ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wie lang dieses Schienensegment hier ist. Bis hierhin. Sag ich doch. Okay. Stück gut, ne? So. So. Immer noch. Gibt's ja nicht. Jetzt müssen wir da ein bisschen mehr abreißen. Abfahrt. Ja. Okay, oder so. Bauen Sie rein in die gute Stubi. Keine Ahnung, sollen wir die Bretter machen? Ja, du brauchst ja beides da oben. Ja, gut, dann nehmen wir gleich beides mit. Zwei davon? Hey, da kann ich ja hier umsetzen, cool. Ja, machen wir die hinteren beiden da mit den Brettern hier. Stückchen noch. Nochmal langsamer werden. Weiter. Ein Stück. Ein Stück. Ja, jetzt ist es gut. Und zieh mal weiter. Wie, zieh mal weiter? Zieh mal weiter, ich habe abgekoppelt. Ich wollte umsetzen. Ja, kannst du gleich. Schlau. Langsamer. Stopp. Und stopp. Abfahrt. Kilo, das wird was. Ja, wenn wir auf einfach spielen, dann kommen wir auf jeden Fall hoch. Aber das ist jetzt realistisch. Ah, shit, er belädt den einen Wagen nicht. Warum nicht? Ja, weil es gerade nicht so passt. Und zurück. Ah, what? Er macht's doch. Jetzt machen wir es in der Realität. Stopp, Nero. Weiter. Zurückstellen. Hätte die Weiche hier vorne. Ja, geil, hat's gemacht. Warte doch auf mir. Du doch Speed rangieren. Da bin ich Profi drin. Was sind denn das eigentlich für weiße Stützfüße, die du überall abgesteckt hast? Hast du da die Bauch? Ach, das war vom ersten Stream. Ich wollte wissen, wo die ganzen Hügel sind. Achso. Also bei mir sind die Kupplungselemente dran. Mensch, wie ist gemeint. Fast. Schön zurück. Der hat mich gerade privat angetextet. Es ging um das Speedrangieren. Du müsstest eigentlich bloß mal den Pics und Videos Jennifer Railroad sehen.
Ach du, ich guck den mir gerade an, ich hab den offen. Weiß zwar nicht, was er mit den drei Buchstaben meint, aber egal. Die 3S, war das nicht die Szenerie-Menschen von TD2? Jo. Meine Bremse lösen. Ich wollte gerade sagen, die müsst ihr lösen, ich kann sonst nicht drücken. Weiter. Gut, sind dran. Werde ich zur Abfahrt. Gut. Abfahrt, Bremse gelöst. So, dann werde ich jetzt nochmal die Weichen stellen für unsere neue Strecke. Gar kein Spitzenlicht an, Hilfe. Bist du an? It passed. Nee, aber stell dich noch nicht vor mich. Doch. Gut. Fahrweg hätten wir. Müssen wir nur noch hochkommen. Die ist jetzt schon am Arbeiten. ich mach nochmal einen auf Paparazzi. Zuständige Dudes für den Szeneriebau bei TD. Sag ich doch. Die 3S sind die Tester da. Qualitätskontrolle. Wer springt noch mal schnell zum Frachtdepot? Wieso? So wie wir jetzt fahren, das Gleis ist nicht von Bäumen befreit. Bin noch die Strecke abgelaufen. Dein Wort in Gottes Ohr. Aber dann bin wenigstens ich schuld für den Gleisen. Na, ein Glück. Ich dachte schon, das ist mein Fehler. Also, Jet, was meint ihr? Schaffen wir es nach oben oder nicht? Müssen wir dafür nicht hier gerade eigentlich links abgebogen sein? Nö, wir sind geradeaus von. Hab ich vielleicht irgendwas beim Bauen vergessen? Glaub's nicht? Ich lauf nochmal vor. Wir werden es dann gleich merken. Stummi? Ich baue doch immer mit den X'en, ne? Ja, die liegen auch immer noch alle drin, ne? Ja, das funktioniert in der Kurve aber nicht. Was ist... Oh Gott, nein. Ich hab die X liegen gelassen. Nein. Ich ruck da mal kurz den Grafen was. Nee, lass den stehen. Drauf über seiner. Nee. Der hat sich extra Mühe gegeben, den dorthin zu platzieren. Ja, ich hab genau. Ich habe mich nicht getraut, die Leitung zu kappen. Sie können einfach hier drinnen bleiben, das ist doch nicht das Tragische. Nee. Auf der Geraden stürmen die nicht. In den Kurven stürmen die bloß. Ich komme hier gleich an den ganzen X, weil die Doppel geht's jetzt so entschieden runter. Na, eigentlich gibt das kein Problem, weil wir fahren ja geradeaus. Ist ja nicht so, als würden wir die kreuzen. Wir kennen beide Railroads. Ja, okay, gut. Ich finde diesen einen kleinen Knick hier vor der Weiche finde ich schrecklich, ganz ehrlich gesagt. Das ging nicht anders. Ja! Hat er ein Bäumchen oder so übersehen? Nö, eigentlich nicht. Doch, da ist ein Bäumchen. Also bei mir stand bloß der Pfeiler auf der Strecke. Jetzt ist es weg, das Bäumchen. Ey, da war ja wirklich ein Bäumchen. Ja, sag ich ja. Ja, ich hab da mal gerade wild drauf umgeklickt auf der Stelle und da war bei mir nix. Ey, die Montezuma muss andersrum, sonst haben wir hier eine Kabine vorwärts locken. Nein! Ich habe das Gefühl, das war nicht das letzte Mal. Ganz schnell, bevor die hier langkommen. Ganz schnell die Strecke wieder verbinden. Nichts passiert. Ja, ist halt zum Glück nie so viel entgleist.
muss aus der Schiene hier raus. So. Da kannst du wieder ankuppeln. Wann kommt denn eigentlich deine... Halt! Doch schon? Deine Liste, was du mal erwähnt hattest. Hä? Welche? Oh Gott, was war denn das mit den Gleisen? Hä? Oder rote Signale? Nee, was war denn das? Du wolltest mal irgendeinen Counter einblenden in deinen Videos. Ach so, das mit den Gleisungen, ja. Aha. Nee, das mit der Zwangsbremsung. Genau. Zwangsbremsung, PCB. Und, wann kommt's? Ja, Yoshi, jetzt irgendwann. Weißt du. Sollen wir vielleicht die Schrittgeschwindigkeit fahren? Ich bin jetzt gerade die ganze Strecke vor euch abgelaufen, Alter. Aber sie haben den Busch übersehen. Ja, gut, aber diese kleinen Bäume, die sind auch schlimm. Sag ich doch, das passt mit den nächsten. Die meisten Nächste habe ich ja schon weggelöscht. Die existieren schon gar nicht mehr. Bevor die Frage kommt, warum die Strecke gerade überall diese X liegen hat, das sind immer 50 Meter Abstände, Bravo. Aber noch ein kleines Bäumchen. Ich muss sagen, die Strecke, die wir hochgebaut haben, sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Nö, finde ich jetzt auch nicht. Da habe ich schon schlimmere Bauten gesehen. Dafür könnte Sturmi und ich ein Lied singen. Ja, vor allem von gestern Abend. Vorgestern. Nee, gestern Abend auch. Achso. Hä? Ich back um. wie geil. Bravura, dieses gerade Stück, auf dem wir jetzt gerade fahren, das habe ich mit Absicht so gelegt, damit du hier an deine Produktion drankommst. Also du kannst hier einfach eine Weiche einsetzen. Die schauen so alt aus. Danke, Lutz. War das ein Kompliment oder eine Feststellung? Feststellung. Ach, guck mal, da drüben eine Stahlbrücke. Die ist nicht gerade klein. Und ich habe Angst, dass die sieht so steil aus. Ja, das wird jetzt gleich spannend. Die kommen wir nicht hoch, ne. Was ist das denn? Der Untergrund, der täuscht. Das könnte der Untergrund sein. Ich meine, wir fahren ja hier auch bergauf gleich. Also, um genau zu sein. Bitte die Rachkammertür öffnen. Ich darf aber nicht. Es sind noch 56 drinnen. Ging da was rein? Nö, immer noch 55. Sinken. Hey, wir sind gerade 16 gefahren. Ja, ich glaube 17 ist das höchste der Gefühle. Ne, 15 tatsächlicherweise bei der Lok. Wir haben es probiert, leer zu fahren. Schneller als 15 kommst du nicht. Außer du rollst halt, Bagger. So, ab. Ab dieser 90 Grad Kreuzung, die hier neben uns liegt, geht's bergauf. Ab jetzt nicht mehr anhalten. Ja, das wäre nicht so gut. Oh, ich muss nochmal zurück, ich habe unsere Bahnhofsuhr vergessen. Ich zieh mal die Bremse. Die Lok wird jetzt schon langsamer. Ja, jetzt. Wir haben 14. Konstant 2% Steigung sind das hier.
Es hört sich aber schon nach 12 an. Es sind 13. Gut geschätzt übrigens. Ja. Ja, das wird eng. Vor allem, wenn wir da bei 3,5 hochgehen. Ich glaube, 4 Wagen sind zu viel. Oder du brauchst eine größere Lok, dann sind die 4 Wagen nicht zu viel. Die Lok kann sich doch dort vorne auf der Trussle Bridge erholen. Ich glaube, die nennen wir auch so. Jetzt sind wir bei 12. Und da wolltet ihr ja gerade hochfahren. Ich habe den Gedanken verworfen gehabt. Ich hatte nämlich vor uns eine Brücke hier hingebaut. Mit 5% kannst du das machen. Und auf die Länge die Steigung einfach sonst nicht passt. 11. Oh, oh. Ey, 11 und wir haben jetzt gerade mal gleich wieder Flachland unter den Füßen. Guck, hier ist wieder Flachland. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt muss ich mir bloß noch was einfallen lassen, wie ich die Dinger hier befestige. Ah, ich glaube, das nächste Segment werden wir nicht schaffen. Wir fahren nur noch mit 15. Ja, aber es flach war. Steht denn Extended zufälligerweise, wie steil das ist? Nee. Nee. Aber das hier vorne müssten, glaube ich, noch 2,5 sein oder 1,5. Hm. Und da vorne sind es auf einmal 3,5. Ihr wolltet unbedingt einen Heißler hier hinstellen, oder? Ja. Oder Doppeltraktion Montezuma fahren. Wäre eigentlich auch witzig. Ja, vor allem die kleinen Loks sind Doppeltraktion, ne? Robo, warte, wie viel Geld hast du gerade? Ich glaube nicht mehr viel. 1190. Nebo, lass uns mal beide unsere 2000 überweisen. Ich würde gerne Geld überweisen. Auf der anderen Seite könntest du dann halt aber auch wieder cheaten. Ja, das will ich nicht. Ja. Oh, oh. Man merkt, hier sind keine 2% Steigung mehr. Oder 2,5. Hier ist mehr. 3,5. Wir sind fahren nur noch mit 6. Wir machen Sand an. Und Zylinder hinauf. Ich glaube nicht, dass Zylinder hinauf hier was hilft. Oder? Komm schon. Komm schon. Soll ich den Wagen abladen? Wir fahren nur noch mit 1. Wir stehen. Wir rollen rückwärts. Also, wie kann ich jetzt abladen? Ändere das. Mach mal den einen Wagen von dir vorne ab. Ciao. Ja, probier's jetzt. Kommst du jetzt wenigstens bergauf? Warte, ich löse die Bremse. Nö. Ich muss Schwung holen, das wird nicht anders. Ja, wir rollen aber wieder runter ins Tal. Wie geil. Nee, da brauche ich Schwung, wir kommen da so nicht hoch. Bravura, wir brauchen die zweite Lok, sonst schaffen wir das nicht. Außer Bravura hat Interesse, einzeln hochzufahren. Nee, da werde ich unten ein bisschen Holz verticken müssen, bis ich Geld habe für die zweite Lok. Also ich bin nur durchs Rollen gerade bei 22. Ich sehe deine Figur angeschwebt, komm. Ist das ein Ablaufberg? Ja, jetzt schon. Ach verdammt, ich habe da noch ein Stück Holzbrücke drin. Das wollte ich wegmachen. Habe ich doch wohin. Wir werden uns gleich knutschen. Nee, hier drinnen. In warum bist du langsamer? Weiß ich nicht. Ich habe keine Bremsen angezogen. Na ja, gerade wieder ankuppeln hier. Sind wir wieder vereint?
probiere es nochmal. Viel Glück. Weiter nach unten. Oh Gott, die Kurve, die da vorne kommt, die ist Killer. Oh. Du meinst die S-Kurve? Ja. Ich hätt's gerne ohne gemacht, tut mir leid. Die Wagen haben es geschafft. Ich hab's halt nicht ohne geschafft. Ich wüsste gerade gerne mal, wie viel Speed wir drauf haben. Guck mal, in Extended. Extended. Mal kurz gucken. Also müssen wir jetzt unten auf dem letzten geraden Stück doch noch ein Güterbahnhof hinbauen. Ach, da hinten rollen sie. 27,5. Ja, ordentlich. War das jetzt? Ich sehe dich noch nicht mal, Nero, wo bist du? Ah, doch, da hinten, ich sehe ihn. So ein schwebender Mensch, ne? Nee, ich sehe schon den Lok. Aber ich sehe bloß zwei schwebende Menschen dort hinten auf dem Gleis. Ja, das ist der Nachteil der Render-Distanz. Ja, vor allen Dingen als Gastspieler. Wollen wir die hier vorne eigentlich anbremsen oder wollen wir weiterrollen? Roll mal so weit wie geht. Ich wäre mal neugierig, wie weit das ist. Ja, ich glaube, die hier rollen schon noch ein gutes Stück. Also ich fahre jetzt hier konstant mit 15 noch. Vor uns sind wir hier langsamer geworden schon. Komm, lass sie hier mal rollen. Schürze. 13. Ihr kommt noch nicht mal mit einer Lok mit zwei Wagen auch hier. 12. Komm, du schaffst es. 11. Ah, wir werden wieder schneller. Ja, irgendwo habt ihr hier Steigung rausgenommen. Ja, hier vorne, weil wegen den Bergen. Kommt woran? Weil sind unsere Wagen schon. Moment. Schauen wir mal kurz nach. Warte mal kurz aufs andere Fenster. Ich würde es gerade feiern, wenn die bis zum Sägewerk wollen. Da könntest du das Ding neu bekommen. Ich lass die mal ins Depot einrollen. Auf dem Kopfgleis. Naja, vielleicht ein Stück passieren. Sie sind kurz vor dem V von der Hauptstrecke. Achso. Die haben fast den ganzen Weg geschafft, meinst du? Ja, aber bei der Geschwindigkeit, was die jetzt drauf haben, glaube ich, bleiben die da kurz vor dem V stehen. Oh, ne, sie haben angehalten. In der letzten Kurve. Ich verliere keine Geschwindigkeit mehr, ich fahre konstant 15. Habt ihr hier einen anderen Prozentsatz drin? Was ist das für ein Knick? Alles normal. Herr Bravura, Herr Sturmi, könnten Sie bitte aufhören, sich voll zu futtern? Wir werden langsamer. Werden wir langsamer. Jetzt werden wir schneller. Wir waren kurz bei 10. Oh, die Geschwindigkeitsanzeige, das ist schön. Robo, ist dir mal was aufgefallen? Ist das steil? Nee, wenn du dich nach hinten umdrehst und dich dann wieder nach vorne zu drehen, dass der Rauch auf einmal von der Lok aufhört und wieder auftaucht. Ah, ja, stimmt. Ah, ist ein Feature. Wie oft haben wir das schon gehört? Gehört, ich nehme mir gleich die Lok und fahr selber nochmal runter und hol die anderen zwei raus. Darfst du gerne tun. Aber woher haben wir denn noch die Zeit dafür?
Ja, ich würde sagen, das machen wir aber off-cam. Wir werden jetzt da oben noch mal entladen. Und dann sagen wir mal für den Stream ciao. Und dann werden wir hier noch ein bisschen aufräumen. Damit es ready ist für den nächsten Wahnsinn. Bier und Wahnsinn? Das passt überhaupt nicht zusammen. Wir sind doch nicht wahnsinnig. Nein, nein. Ja, ein ganz klein wenig. Bravura. Zwischen brillant und größenwahnsinnig liegt auch nur ein ganz schmaler Pfad. Du musst nur wissen, wie man es auslegt. Wie ich die Weltherrschaft an mich reiße. Das kann also ich eine sagen. Frage. Bist du mir mit dem Zeug danach zerspelzt, oder? Ja. 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 Alter Vater. Wieso? Ach, weil ja, das wird die nächste krasse Strecke werden. Weil wir einfach mal über die Hälfte der Karte wissen, Nero. Achso. Und wir hier wahrscheinlich nicht mit 15 Hobbern runterfahren können. Weil die uns das runterfahren ist nicht das Problem. Also wir werden sicher nicht die Strecke wieder runterfahren. Wir werden von hier oben aus die Strecke weiterfahren, weil die Schmelzhütte auf ähnlicher Höhe ist wie die Mine da. Ich glaube sogar einen Tick höher noch. Achso. Ich sehe das bloß auf der Karte und stelle mir die Frage, wie? Sturmi, denk dran, wo der Map-Ersteller die Produktion hin platziert hat und denk an die Kohlemine und die dazugehörende Produktion. Diese 10 Meter auseinander. Ich weiß gar nicht, ob Bravura das schon mal gesehen hat. Ja. Da wo unten das in der Mitte dieses T ist. Ja. Unter dem Sägewerk. Ein Stück weiter rechts davon. Ja. Kommt die. Was war denn das? War das die die Schmelze? Das Eisenwerk. Das Eisenwerk. Und unten, da wo dieser Berg ist, beim Holzfällerlager. Ja. Über dem H dieser Berg. Da ist auf einmal die Kohlemine. Ah ja, das habe ich gesehen. Nö, du hast die Originalplatzierung gesehen. Ja, ja. Aber ich fand die Platzierung ehrlich gesagt nicht so geil. Also ich finde es jetzt so bis jetzt hier so ein bisschen geil, aber da ist natürlich Fettstrecke. Du, ich habe Sturmi auch vorgeschlagen. Lass uns doch wenigstens die Dings. Lass uns doch wenigstens die Schmelzhütte und das Eisenwerk tauschen. Und rückwärts. Aber das wollte der gute Herr leider nicht. Finde ich schade. So kannst du aber dann auch richtig gut Traffic haben, ne? Mit mehreren Leuten und Personenverkehr, dass es dann auf die Distanz gut aufteilt. Ja. Wird dann bloß aber halt schwierig, wenn sie alle dann plötzlich auf der Hauptstrecke landen, ne? Ja, gut, da braucht man dann halt einen Fahrdienstleiter und Ausweis stellen. Je nachdem, aber ich glaube, das kann dann schon gut kommen. Da kann man wie so eine Art Token-System verwenden. Dass du jetzt von A nach B fahren darfst, dann musst du wieder warten, bis du den nächsten Token kriegst. Also quasi dann mit selbstbeschrifteten Schildern. Nee, also die Token kannst du so im Spiel ja nicht umsetzen, das wäre doch halt mündlich. Ja, ich meine jetzt, dass du dann sagst, du hast Freigabe bis Ausweichstelle, keine Ahnung, 5. Ja, zum Beispiel. Dass du dann halt per selbstbeschrifteten Schild hinstellst und sagst, das ist Ausweichstelle 5. Mann, das abladen würde ich gerade machen. Hast du dir jetzt Geld erhofft? Schneller. Das Geld da oben. Siehst du doch. Hab dich doch extra als Arbeitgeber eingestellt. So, das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Und dann haben wir Geld. liebe Grüße von Nova und Deckelbahnhöfe sind Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Züge beginnen, enden, halten, kreuzen, überholen oder wenden dürfen. Bahnhöfe können in Bahnhofsteile unterteilt sein. Die Facherklärung, was ein Bahnhof ist. Ich habe sie nicht vermisst. Ich würde sagen, wir parken unsere Lok da mal bei den Ausweichgleisen. Ich habe die Glocke eigentlich ausgemacht. Ja, die läutet ein bisschen nach. Ein bisschen? Die habe ich aus, seit ihr aufgehört habt zu beladen. Eben, war bei mir gerade vollkommen um. Wieso, was mache ich? Bei mir bewegt ihr euch synchron. Ach, jetzt nicht mehr. Schade. Wenn du es im Discord siehst, dann weißt du Bescheid.
Also wir fahren jetzt übrigens so schnell wie die Shay. Boah, mit der Shay dann hier rauffahren, da brauchst du ja ewigst. Stell dir mal vor, das hier ist die maximale Geschwindigkeit, die auch die Shay kann. Was wir jetzt fahren. Bloß nicht. Wenn ich hier oben nur Wagen beladen müsste, also nur Hopperwagen beladen müsste, dann wäre mir das sogar egal, ob ich mit der Geschwindigkeit hier oben fahre. Ja, das Beladen ist ja dann nicht das Problem. Es ist dann nur die... Wobei, ne, also mal angenommen, man müsste dann wieder runterfahren. Dann kannst du einfach runterrollen lassen und dann bremst du einfach. Und unten holt sich das dann die Lok. Ich hab Ideen. Weiter. Wir stehen noch nicht Grenzzeichen frei. Ja. Ich hab kein Grenzzeichen gesehen, tut mir leid. Weiter. Ey, Aussage stimmt. Gut. Dafür könnte man wieder die weißen Schienstückchen nehmen, mit Bravura seine Hügel abgesteckt hat, seine Maulwurfshügel. So, stellt euch doch mal für die Lok hier. Bremst die noch ein, so. Ja, also, erwarten Abenteuer. Jetzt haben wir knapp 3,5 Stunden, 3 Stunden 20 sind es jetzt. Haben die Strecke da erstmal fertig gekriegt. Ich glaube, an der werden wir noch ein bisschen rumtweaken. Aber wir haben gesehen, das wird noch ein Riesenprojekt hier auf der Karte, aber ich freue mich schon drauf. Und ja, klar, die nächsten Streams, / Episoden werden auch bautechnisch natürlich sein. Wir müssen hier ein bisschen was bauen. Deko werde ich dann zwischendrin machen oder auch mal, während hier gebaut wird, weiß ich noch nicht. Aber geile Strecke, hat schon Spaß gemacht. Euer Fazit? Nero, Stormy? Ja, ich würde jetzt einfach sagen, es hat Spaß gemacht und wenn du das alleine machen würdest, das gemacht hättest, das hätte länger gedauert, definitiv. Ja, nur so ein Mühe vermutlich. So, wärst du jetzt ohne uns, wärst du hier noch bis 2 Uhr nach. Also wir können den Stream ja noch weiterführen, wenn du willst. Nee. Ich hab morgen nichts vor, ich krieg nur Besuch, aber ansonsten ist alles okay. Ja, mal schauen, vielleicht streame ich am Wochenende nochmal. Ich hätte schon irgendwie Bock. Frameworks Online. Mal gucken. Wenn dann, auf YouTube verfolgen oder auf Discord, da kriegt es dann das Announcement, wenn wir wieder streamen. Und ansonsten, sage ich mal, bis nächste Woche, gute Nacht und gute Fahrt. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.